von Jinan, inshallah, die auf euch angewiesen sind. Kurz zu uns, Anuel ist im Jahr 2000 in Essen gegründet worden und hat sich zur Hauptaufgabe gemacht, Kinder in Marokko, sprich in Silwan, in Nador und in Fes, vor allem Waisenkinder zu unterstützen. Für jeden von uns ist es selbstverständlich, Bildung zur Schule zu gehen, seine Träume zu verwirklichen, seine Vision und seine Erfüllung zu finden. Jedoch ist es diesen Kindern, meistens sind es Mädchen, die aufgrund weiter Wege es ist nicht gestattet sein, beziehungsweise nicht gestattet ist, nach den Schülern zu gehen, eine Bildung zu machen, etwas zu lernen, zur Schule zu gehen. Und Anuel, dank unserem Anreiz, unserem Vorstand, Bildung Mustafa, geholfen hat, mit dem Schulbusprojekt diese Kinder dorthin zu bringen. Mit dem 1-Euro-Projekt versuchen wir, also brauchen wir eure Unterstützung und benötigen diese als Dauerauftrag, damit diese Aktionen, Projekte auch ankommen und auch realisierbar sind. Erwidere ich nochmal, wir brauchen eure Unterstützung in der Hinsicht, und das ist ein Euro-Projekt als Dauerauftrag. Das ist nicht für uns, damit wir uns die Taschen vollschlagen können, sondern damit wir den Kindern, die Träume und Wünsche haben, diese erfüllen können. Dabei ist es vollkommen egal, ob es ein arabisches Kind oder ein arabisches Kind ist. Das Kind ist ein islamisches Kind. Und wenn wir Muslime wirklich uns muslimisch schimpfen würden oder sollten oder können, sollten wir wirklich, wie die Schwester schon sagte, alle an einen Strang ziehen und diese kommende Generation unterstützen. Und in dieser Hinsicht wünsche ich inshallah viel Hilfe von euch in der Hinsicht und danke euch vielmals. Assalamu alaikum.